Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Memento Mori. Ja, ich habe einen sehr fiesen Schnitt gesetzt und, um die Spannung aufzulösen, es ging um einen Briefumschlag. Ja, was habt ihr wohl alle gedacht, was jetzt passieren wird? Irgendwas, keine Ahnung, der böse Verbrecher kommt nach Hause. Ja, genau, der klingelt dann auch, ne? Oder irgendwas anderes. Aber ihr habt sicherlich nicht mit einem Briefumschlag gerechnet. Aber der könnte für uns sehr hilfreich sein. Der wird für uns sehr hilfreich sein. So, dann gucken wir mal, was das ist. Da ist bestimmt etwas Interessantes drin. Pakete gehen ja manchmal auch verloren. Besonders, wenn man sie so vor dem Tor herumliegen lässt. Verdammt. Der Absender sieht vertraut aus. Was sollte Theodore Morgan wohl an Teahan schicken? Das ist auf jeden Fall einer der großen bösen Jungs, die ihre geschäftlichen Probleme auf die übelste Weise lösen, die es gibt. Das letzte Mal blieben nur ein zerstörtes Sommerhaus und keine Beweise übrig. Was hast du mit Morgan zu tun, Teahan? Bist du ihm in die Quere gekommen? Vielleicht machen die auch gemeinsame Sache. Aber den Briefumschlag gucke ich mir erst im Keller an. Hier draußen ist es mir doch ein bisschen zu unsicher, wenn ich hier stehe und den Umschlag lese und dann irgendwer vielleicht plötzlich zum Tor kommt, um dem Klingeln nachzugehen oder so. Ist aber auch sehr seltsam, das einfach dort liegen zu lassen und auch keinen Briefkasten oder sowas zur Verfügung zu stellen. So. Ich sollte besser vorsichtig sein und mir den Umschlag genauer ansehen. Theodore Morgan ist ein sehr gefährlicher Mann. Auf den ersten Blick ist das schon ein ganz normales Päckchen. Aber nachdem ich die Absenderadresse gelesen habe, bin ich damit besser vorsichtig. So. Da ist ein länglicher Gegenstand drin. Ich fühle da eine kleine Schachtel, aber es ist schwer zu sagen, was das genau ist. Okay. Da ist ein kleiner... Da ist etwas... Ja, okay, das ist... Grundsätzlich. Die Umschlaglasche. Die reißt man normalerweise auf, um an den Inhalt zu kommen. Den Umschlag mache ich besser nicht auf. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Ja, aber wie willst du es denn... Ah, warte mal, du kannst es gegen's Licht halten, oder? Ach Mann, warum geht das denn nicht? Ein solides Stück... Ja, nein, 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 das wollte ich mir gar nicht angucken. Ha. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll. Oder wie ich das öffne. Beziehungsweise wie ich sicher sein kann, dass das in Ordnung ist. Der ist verschlossen. Den kriege ich mit bloßen Händen nicht auf. Ja, dann vielleicht irgendwie eine Hebelwirkung. Warte mal. Wie ich es erwartet hatte. Von Zeit zu Zeit geht doch nichts über ein bisschen rohe Gewalt. Ja, das stimmt. Das kann immer mal helfen. Okay, ich sehe eine Zeichnung und... Dieser Schaltplan scheint viel zu wichtig zu sein, um ihn abzureißen. Ich kann ihn mir ja da ansehen, wo er ist. Ich finde das immer so lustig. Die bauen dieses Greifen und Mitnehmen ein, ne? Aber dann im Endeffekt, ne? Ach nö, ne, ist viel zu wichtig zum Abreißen. Dem Schaltplan nachzuurteilen, hat dieser Draht hier etwas mit der Stahltür zu tun. Laut dem Schaltplan gibt es hier zwei Schaltkreise. Einer ist für das Licht und der andere versorgt die Stahltür. Okay. Dem Schaltplan nach zu urteilen, hat dieser Draht hier... Dem Schaltplan... Ist schön, wenn sie sagt, mit dem Schaltplan nach zu urteilen, hat dieser Draht mit dem Dingsterbumster zu tun. Zuerst den Strom abschalten. Wenn man an sowas arbeitet, ist das Regel Nummer 1. So, okay. Dann muss ich hier unten irgendwas oder da oben. Ja, aber... Ach so, da. Ach so, da sehe ich es. Habe ich nicht gesehen, sorry. So, einmal und nochmal. Ach so, ich sollte vielleicht das auch wieder anmachen. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, sieht mir sehr danach aus, als wäre die Tür auf, oder? Nee, ist noch nicht. Das war nur die Wand. Mal gucken wir mal, ob sie offen ist. Na, Spannung.
Zwecklos. Die bewegt sich keinen Millimeter. Warum denn nicht? Ich hab das doch... Ah, nochmal hin. Ich hab doch genau die betätigt, die dafür zuständig sind. War jetzt alles kaputt hier. Da unten kann ich ja nichts kaputt machen. Aber das hier ist doch, guck da. Oder habe ich nur, ach, ich habe nur die Verkleidung abgemacht, kann das sein? Ja, aber wie schneide ich es dann komplett durch? Die Isolierung habe ich schon abgemacht. Das sollte reichen. Das ist wirklich nur die Isolierung, die... Ach so. Ohne das richtige Werkzeug kann ich nicht viel machen. Ja, aber was? Madame, was willst du gerade von mir? Ich dachte, weißt du, so mit Messer könnte man das ja... Sehr praktisch. Für alles könnte man das ja durchschneiden oder so, aber nein, anscheinend will Madame nicht. Warum? Ein Taschenmesser. Ja, es ist schön. Ein Taschenmesser. Vor allem... Ja, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Als ob man mit Messern irgendwas durchschneiden könnte, ne? Es ist schon wieder so abwegig. Habe ich schon wieder das Gefühl. Mal sehen, was hier... Ja, noch nichts. Licht ist noch an. Es war ganz schwach. Inventar nervt mich mal wieder. Eine ganz gewöhnliche... Um das Licht anzuschalten, muss... Wieso? Die ist doch gar nicht ausgeschaltet. Und der Herr sprach, es werde Licht. Ich bin verwirrt. Ich soll das durchschneiden, aber mit meinem Messer wöse das natürlich nicht. Warum auch mit einem Messer was durchschneiden wollen? Ja, natürlich. Viel zu riskant. Mit dem Umschlag weiß ich nicht, was ich machen soll. Den würde sie nicht aufmachen. Ich sollte besser Vorsicht. Ich fühle da eine kleine Sch... Da ist etwas Kleines und Hartes drin. Den Umschlag mache ich besser nicht auf. Die Umschlaglasche. Ich weiß nicht, was sie will. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich verstehe das Ganze nicht. Muss ich es verstehen? Ein Nein, alter Lappen. Denn ich verstehe es nicht. Warum würde die Kabel nicht durchschneiden mit dem Messer? Warum? Hier ist nichts weiter. Ach, da guck mal, da ist der Schraubenzieher, der da auf dem Boden liegt. Den kann ich ja nochmal mitnehmen. Kann ich damit irgendwas machen? Zuerst den... Natürlich nicht. Dem Schaltplan nachzuurteilen. Ja, aber ich kann es ja nicht wegschneiden. Duh, Manno. Es ist zum Mäusemelken gerade. Es ist richtig zum Mäusemelken. Schaltkreis. Kann ich so nicht einfach die Tür aufmachen? Ernsthaft, was will ich in meinen Kopf rein? Das sieht, dass die Kabel nicht mit dem Messer einfach durchschneiden will. Vor allem der Strom ist aus. Wenn sie denkt, sie kriegt einen Stromschlag davon. Zwecklos. Dann, weiß ich auch nicht, warum sie das denkt, weil der Strom ist aus, sie kriegt keinen Stromschlag davon. Ein elektrischer... Ich verstehe es gerade nicht.
Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Zeit haben wir noch viel zu viel, ne? Ja, aber ich werde mal nachgucken, ey. Das will gerade nicht in meinen Kopf rein, warum das nicht funktioniert. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ich muss das Ich sollte Paket. besser vorsichtig sein. Ja, bla 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 bla. Ich Auf gucke mir dem nochmal Ä die Adresse an, bla 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 bla. Ich muss das weiter angucken. Da ist anscheinend wirklich eine Bombe drinne, wie sie auch schon irgendwie vermutet hat. Und irgendwann sagt sie, ja, jetzt weiß ich, wie es aufgebaut ist. Ich fühle da eine kleine. Da ist ein. Ich fühle da. Da ist ein. Da ist etwas Kleines. Da ist ein. Ich über. Das Ding hier liegt ein bisschen oberhalb des Plastiks. Es scheint irgendwie damit verbunden zu sein. Ich denke, ich weiß jetzt, wie sie zusammengebaut ist. So sollte es gehen. Hoffe ich jedenfalls. Okay, gut. Jetzt kommt unser Messer zum Einsatz. Oh mein Gott! Jetzt kann ich aufatmen. Die Bombe ist entschärft. Echt? Ist die wirklich entschärft? Okay. Und jetzt schön langsam. Bei dir brauchen wir nämlich im Endeffekt für den Schaltkasten. Jetzt kann ich aufatmen. Gut, jetzt sollte sie entschärft sein. Hoffentlich. Dann tu den Rest aber einfach weg, okay? Okay, hat sie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Ding noch länger herumspielen will. Die Bombe hat mir erstmal gereicht. So, ein Zettel ist da drin, ne? Dieser Brief kam zusammen mit dem Sprengstoff. Wenn er die Explosion überlebt hätte, hätte der Empfänger ihn wohl kaum noch lesen können. So, was steht denn da? Lieber Edward, du bist sicher sehr froh darüber, dass du Angestellte hast, die deine Post öffnen. Aber heutzutage wieder einen guten Bediensteten zu finden, wird sicher nicht einfach. So oder so kannst du nun sehen, wie leicht man verletzt werden kann und das ganz besonders, wenn man gefährliche Geschäfte macht. Nimm zum Beispiel die Ereignisse in Mailand vor kurzem. Du hattest zwar Erfolg, bist aber meinem Interessen da in die Quere gekommen. Das nächste Mal versuche besser, die Finger von Dingen zu lassen, die mir gehören. Das ist auf längere Sicht gesehen besser für deine Gesundheit. Dein Freund. PS, du wirst den Inhalt des Pakets sicher loswerden wollen. Die Polizei ist zurzeit ziemlich beschäftigt und da wäre es einfach nicht fair, sie auch noch mit solchen Kinderlitzchen zu belasten. Und falls sie doch Zeit für dich fänden, nun, dann müsste ich ihnen wohl bestimmte recht interessante Dokumente über dich zukommen lassen. Ja, da war einer wirklich angepisst. So, dann kümmern wir uns mal um den Schaltkreis und bringen das endlich mal hin. Also ich muss irgendwie, ich weiß nicht genau wie. Ah, vielleicht geht's ja. Mal sehen. Mist. Ich muss irgendwo einen Kurzschluss verursacht haben. Verdammt nochmal. Wow, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ohne das. So. Nochmal. Dann mache ich das einfach daran. Und das andere dann daran. Mal sehen. Mist. Ich muss irgendwo einen Kurzschluss verursacht haben. Verdammt nochmal. Oder ich. Warte mal. Dem Schalt. Ja. Und was ist, wenn ich die jetzt einfach. Vielleicht sollte ich zuerst mal den. Okay, doch nicht. Also, ich. Es geht nicht, dass man das jetzt irgendwie miteinander verbindet. Dann bleibt ja nur noch die Möglichkeit. Mal sehen, was jetzt passiert. Hat sich wirklich geöffnet. Ich verstehe zwar den Sinn dahinter nicht, aber egal. Boah, wie episch die Musik gerade wird. So, wo sind wir hier? Im weiteren Kellerabteil. Oh mein Gott, das muss Thea Hahn sein. Jetzt ganz ruhig, Lara. Ruhig Blut bewahren. Okay, tatsächlich. Ich bin zwar kein Pathologe, aber ich habe sowas schon öfter gesehen. Schauen wir uns das mal genauer an. Noch keine Anzeichen von Totenstarre. Also kann der Tod vor höchstens 3 Stunden erst eingetreten sein. Die graue, violett schimmernde Haut und die Körpertemperatur sprechen dafür, dass der Tod erst kürzlich eingetreten ist.
Wie kannst du es wagen, etwas zu verkaufen, das dir nicht gehört? Für wen hältst du dich? Ich würde mal sagen, er ist vor etwa einer halben Stunde gestorben. Todesursache war sicher die durchtrennte Halsschlagader und der starke Blutverlust. Der Schnitt ist sehr präzise. Entweder hat er den Angriff nicht erwartet oder er kam so schnell, dass er sich nicht verteidigen konnte. Das gefällt mir alles überhaupt nicht, aber ich muss herausfinden, was hier passiert ist. Trotzdem ist das ein Tatort und ich muss aufpassen, dass ich keine Spuren hinterlasse. Ja, deswegen vielleicht der Lappen, ne? Den Malerfarben nach zu urteilen, werden hier nicht nur Gemälde untersucht, sondern auch verändert. Sollte Teerhan selbst auch im Fälschergeschäft sein? Oh, vielleicht, wer weiß. Mit Beweisstücken spielt man nicht herum. Du kannst froh sein, dass du, dass das Blut scheinbar getrocknet ist, während du da drin herumstehst, ne? Nur so ganz nebenbei. Naja, die Bildschirme und den Tisch, PDA, DVD-Rekorder und so weiter werden wir uns aber erst in der nächsten Folge genauer angucken. Bis dahin dann, tschüss, eure Teil.